Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellblazer. Ich werde trotz Halsschmerzen auch heute versuchen, etwas Neues aufzunehmen. Einfach aus dem Grund, weil mir ohnehin dafür schon viel zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Also wundert euch bitte nicht, wenn meine Stimme heute nicht ganz normal klingt. Wir waren ja beim Uferriff von Rockbird stehen geblieben. Wenn wir hier alles erledigt haben, können wir zur Vulkaninsel Durian aufbrechen. Dort werden wir übrigens auch eine neue Waffe finden. Und noch eine Meerjungfrau. Da fällt mir ein, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass man die stärkeren Waffen übrigens erst benutzen kann, wenn man einen bestimmten Erfahrungslevel erreicht hat. Das steht auch im Menü. Wenn euer Level zu niedrig ist, könnt ihr mit dem Schwert nicht zuschlagen, sondern nur es mit L und R nach vorne halten. Oh, das war knapp. Das auch? Ja. Irgendwie gelingt es mir immer auszuweichen. Ich bin ganz schön flink, oder? Na, wie sieht's aus? Hast du Erfahrung für mich? Ja, her damit. Nein, erstmal schauen, ob wir auch nichts verpasst haben. Ja, das war's. Die zweite Meerjungfrau-Statue hatten wir ja bereits schon im letzten Part befreit. Meinen diese blöden Viecher wirklich, die könnten mir gefährlich werden? Haben wohl einen guten Sinn für Ironie. Vielleicht hätte ich diesen Namen eben gar nicht erwähnen sollen. Dann wäre es eine Überraschung geblieben. Wir müssen aber erst noch etwas anderes erledigen. Obwohl, wir müssen es eigentlich nicht, ist aber sinnvoll. Dieser Engelfisch ist wichtig. Klar. Wir müssen immer Teamwork bewahren. Gott sei Dank wird hier auch gleich eine Abkürzung aufgemacht. Aha. Diese
kleinen Seepferdchen können dich auch nicht schützen. Wen befreien wir diesmal? Ein Delfin. Der ist übrigens auch wichtig. Ah, ein süßer Zitterrochen. Ich nenne diesen Gegner so, weil er auch Stromstöße erzeugen kann. Ich habe übrigens auch in Wirklichkeit schon mal einen Rochen gestreichelt. Das war in Frankreich auf einem Schüleraustausch. Süß, oder? Aber sie mögen es natürlich überhaupt nicht, wenn man auf sie drauf tritt. Ja. Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Deswegen muss ich nochmal zurück. Bei meinem schlechten Gedächtnis kann man leider nicht immer erwarten, dass alles so flüssig erfolgt. Ja, die Jungfrau-Träne brauchen wir, um die Lava zu versteinern. Man muss es eigentlich nicht, aber das könnte sonst ganz schön schmerzhaft werden. Denn bei der Lava nützt es einem auch nichts, wenn man sich die Eisrüstung anzieht. Sie verursacht trotzdem Schaden. Aber in der fünften Welt, da wird die Eisrüstung auch nochmal wichtig werden. Das hier ist die Vulkaninsel Durian. Genau das hat auch der eine Engelfisch gemeint. Aber seltsam, dass hier keine Asche runterfällt. Oh, der ist eingesperrt. Das wollen wir mal schleunigst ändern. Ah, seht ihr den grauen Gorilla? Der ist gepanzert, wie ich es bereits, ich glaube schon im vorletzten Part erwähnt habe. Kann man leider kein gutes Päuschen einlegen. Das ist gut, wenn diese Vögel sich nur gerade bewegen. Na komm. Da ist doch wieder ein neuer Weg frei geworden. Das war knapp. Thank you.
das der letzte Steinbeißer? Nein? Dann muss er es sein. Ja, bei denen kann ich es eigentlich noch ganz gut verstehen, dass die Lava ihnen nichts ausmacht. Guckt euch das an. Warum stört die Gorillas die Lava nicht? Das ist mehr als unrealistisch. Dort in dieser Truhe ist das Todesschwert, das übrigens auch nicht umsonst seinen Namen hat. Soll ich es jetzt schon verraten oder ihr werdet so oder so noch merken, was es für eine Besonderheit hat? Ja, ich sag's einfach schon mal, dass der Spezialeffekt vom Todesschwert ist, dass man den Gegner damit manchmal sofort besiegen kann. Also im Menü stehen die Spezialeffekte immer wesentlich weniger genau beschrieben. So, gleich wird's heiß. Erstmal abwarten, bis alle beisammen sind. Nicht über die Lava laufen. Das ist ungesund. Aber ich finde, es sieht eigentlich ganz schön aus, wie sie leuchtet. Komisch, wie kann der denn überhaupt sehen? Von da aus. Ich werde auch jetzt einen Schnitt machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.